Rauchende Köpfe, Spannung pur und ganz viel Spaß. Beim Energiefresser-Landesfinale 2024 in der Salzburg AG zeigten die drei Finalisten des Energiequizzes ihr Können. Das Energiefresser-Programm richtet sich speziell an Volksschulen und vermittelt spielerisch Wissen rund um erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit. Die drei Besten aus 45 angemeldeten Schulklassen durften nun gegeneinander antreten. Heute im Finale stehen die Klassen der Volksschule Bergheim, der Volksschule St. Georgen in Pinzgau und der Volksschule Pfarrwerfen. Wir versuchen heute den Gewinner zu ermitteln, indem wir das Spiel 1, 2 oder 3 spielen. Da tritt jede Klasse mit 3 Schülern an. Bei 9 Fragen können die Schüler einfach versuchen, möglichst viele Antworten richtig zu erraten oder richtig zu wissen. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, der gewinnt heute das Landesfinale. Schon während des Workshops in der Schule mit den Energieberatern der Salzburg AG waren die Kids mit Begeisterung und viel Eifer dabei. Es hat uns alle voll gut gefallen und natürlich waren wir alle voll überrascht, wie wir dann tatsächlich draufgekommen sind. Und das Lernen und Üben hat auch viel Spaß gemacht. Und der Vortrag, was der Mitarbeiter da gehalten hat, der war voll interessant. Also dass zum Beispiel ganz verschiedene Energiesorten gibt, wie zum Beispiel Wind, Wasser, und also erneuerbare und nicht erneuerbare. Also ich habe halt nicht gewusst, dass man so viel Wasser an einem Tag braucht. Wir haben ein wenig darüber geredet, über die Windräder und so, und dass die einfach so groß sind und dass die Strom machen. Da bin ich voll fasziniert. Also mir hat das am meisten taugt, wie viel Strom das man an einem Tag benutzt. Und ich habe das halt voll lustig gefunden, weil man kann halt mehr über die Umwelt und so erfahren. Und man weiß jetzt halt auch, wie man mehr für die Natur machen kann. Sie sind aufgeweckt, sie sind wissbegierig, sie haben sich intensiv darauf vorbereitet, wie wir gewusst haben, wir dürfen heute an den Start gehen. Unsere Schule ist selber energieautark. Wir haben da Photovoltaik und auch sonst das modernste Heizungssystem und Belüftungssystem. Und deshalb ist für die Kinder, die haben das mitbekommen, dass wir da auch Wert gelegt haben, dass wir da nachhaltig eben unseren Schulbau organisieren, und deshalb war das Thema noch interessanter für die Kinder. Ja, es hat, glaube ich, insofern für die Kinder, für die Familien, für die Eltern ganz viel gebracht, weil die Kinder das einfach heimgetragen haben. Es wurde getüftelt, gegrübelt, gejubelt und mitgefiebert. Eines war klar, hier stehen absolute Expertinnen und Experten am Ratepult. Mittlerweile sind Themen wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit bei vielen Kindern fest im Schul- und Familienalltag integriert. Wir haben uns das ganze Jahr sehr intensiv damit beschäftigt und wir haben auch selber eine Lampe gebaut, also aus Einzelteilen zusammengesetzt, und für die Kinder war das einfach dann so spannend zu wissen, ah okay, das ist der Endverbraucher, aber wo kommt denn der Strom überhaupt her? Weil am Anfang war die Antwort immer ja aus der Steckdose, aber wie der erzeugt wird und dass das in Salzburg halt einfach oder in Österreich durch Wasser entsteht, das war dieses Aha-Erlebnis für die Kinder. Gewonnen hat an diesem Tag jede der drei Klassen. Den 300-Euro-Gutschein für die Klassenkasse konnte die Volksschule Bergheim für sich entscheiden. Und die kleinen Profis haben auch noch Energiespartipps für zu Hause. Bei die Geräte immer ganz ausschalten, nicht auf Standby, weil in Standby-Modus brauchst du es trotzdem. Mach zum Beispiel beim Lüften die Fenster immer ganz auf, nicht kippen, weil ganz aufmachen ist wirksamer. Dass wenn man aus dem Zimmer geht, dass man alles Licht abschaltet. Noch mehr Energiespartipps und Infos rund ums Energiefresser-Schulprogramm finden Sie auf www.salzburg-ag.at/energieberatung.